contact the Delta Dama de Bayern. Es ist eine sehr große Ehre für mich, hier in dieser historischen Stadt von Dresden zu sein. Die deutsche Sprache ist nicht meine Muttersprache, so ich bitte Sie um Entschuldigung, ob meine Deutsch ist nicht perfekt. Ich möchte auch danken DBMA für das schöne Abendessen und Gastfreundschaft letztes Abend. Das Thema meiner Präsentation ist, wie Sie können sehen, WIPO Match. Was ist die WIPO Match? WIPO Match. So, WIPO Match ist ein wichtiges Programm für Entwicklungsländer. Programm in WIPO. Und ich möchte meine Präsentation mit einem Zitat von dem ehemaligen Präsidenten von Vereinigten Staaten, Russland, der anders gesagt, Chance geschieht, wenn Vorbereitung Gelegenheit trifft. So, in Deutschland, sie sind noch nicht nur berühmt für ihre Industrie, ihre Automobilindustrie, mit Audi, mit BMW, Mercedes-Benz, Opel und Volkswagen, sondern auch für ihre Mannschaft, ihre Fußballmannschaft, die viermal Weltmeister war. Das gilt für die Mannschaft. Oh, ja. Die ganze Welt beneidet Deutschland, weil in Deutschland alles möglich ist. Und der berühmte Fußballspieler aus England hat einmal gesagt, Gary Lineker, Fußball ist ein Fahrspiel. 22 Männer jagen 90 Minuten einen Ball nach und am Ende gewinnen immer Deutschland. So, und ich bin überzeugt, dass WIPO Match, ich habe noch nicht erklärt, was ist WIPO Match, aber ich bin ganz überzeugt, dass WIPO Match kann Deutschland helfen, um ihre entschätzbare Erfahrung und Innovation mit Entwicklungsländern und Ländern im Übergang zu teilen. Was ist WIPO Match? WIPO Match ist eine Datenbank und Netzwerktool, das Organisationen einsetzt, die Intellectual Property und das geistige Eigentum nutzen wollen, die ihnen helfen können. Und das ist ganz völlig kostenlos angeboten bei der World Intellectual Property Organization, wo wir arbeiten, eine spezialisierte Agentur für die Vereinten Nationen, die sich mit Intellectual Property befasst. Was ist der Hintergrund? Die WIPO-Mitgliedstaaten haben sich darauf verständigt, im Rahmen des WIPO Development Agenda 2007 eine Intellectual Property Datenbank zu schaffen für drei Hauptgründe. Der erste ist, die begrenzte Ressourcen von WIPO zu verstärken, die bestehenden Partnerschaften von WIPO zu multiplizieren, privat-privat, öffentlich-öffentlich-öffentlich-privat. Und WIPO kann die Nutzung von Intellectual Property erleichtern. Und WIPO Match bietet eine online- und neutrale Plattform, in der die WIPO-Mitgliedstaaten und die wichtigen IT-Stakeholders können Angebote oder Bedürfnisse für spezifische Intellectual Property Project veröffentlichen. Und WIPO Match ist, wie ich habe schon gesagt, eine Datenbank und ein Netzwerktool. Und WIPO fungiert als Vermittler und veröffentlicht erfolgreich Matches.
wenn sie zwischen zwei Interessenparties abgeschlossen ist. Wie Sie können sehen, WIPO Match ist eine IP-Community, IP-Gemeinschaft. Sie haben WIPO, Sie haben die non-staatliche Organisation, die Regierungsbehörde, die Technologietransferzentren, Sie haben auch die Unternehmen, die Universitäten, die Stiftungen und die internationalen Regierungsorganisationen. Sie können WIPO Match Gemeinschaft beitreten, entweder als ein Unterstützer oder ein Geber oder ein Sucher. Hier sind einige Beispiele von bestehenden Supportern. Wir haben viele Partner und jeden Tag diese Community, diese Gemeinschaft wächst jeden Tag. So, und jetzt, WIPO, wir sind derzeit in Kontakt mit mehreren Regierungen, die Vereinigten Staaten von Amerika, China, Japan, Korea, die ASEAN-Nationen und sicher die Entwicklungsländer und Länder im Übergang. Und ich bin sehr froh, so zu sagen, dass zwei große Unternehmen aus Amerika, Johnson & Johnson und Nike, wird unsere Plattform beitreten. Und die anderen Unternehmen von Silicon Valley, Facebook, Google und Hewlett-Packard und die anderen Wege von Silicon Valley werden auf unserer Plattform beitreten. Okay, jetzt gehen wir zu den. Hier ist die WIPO Match Website. So, Sie können sehen das Bild auf einem Puzzle. Ein Puzzle zwischen Leuten, die möchten zusammenarbeiten. Und wenn Sie für die Zeit ist das nur in Englisch, aber es wird in die sieben offiziellen Sprache von der Vereinten Nationen übersetzt, aber nicht in Deutsch, in Deutschland, nicht auf Deutsch, weil vielleicht, ich weiß nicht. Sie können sehen, dass es gibt viele Möglichkeiten hier. Sie können sehen die Vorteile als Seeker, als Seeker. Sie können auch sehen, die Vorteile als Geber und Sie können hier sehen ein bisschen die bestehenden Partner, die haben. Das ist sehr interessant, Sie können auf unserer Website gehen. Und das ist einige Zeugnisse von unserem Direktor General. Wenn Sie gehen hier zu die Datenbank, wenn Sie möchten eine Note oder eine Bedürfnisse machen, Sie sollen
example from an American show.